So, liebe Fans, wie ihr seht, bin ich gerade dabei, etwas zu flicken. Aber nichtsdestotrotz habe ich Zeit, um euch zu grüßen. Also, ein märchenhaftes Hallo zum Märchenfilmjournal. So, und jetzt fliege ich für euch in Teil Nummer 2. Also ich bin total begeistert, bin das dritte Mal natürlich jetzt auch dabei und es ist wieder wunderschön und ich kann es jedem empfehlen, hierher zu kommen. Und Fabulix, bist du aus Annabert Buchholz? Lebst du hier oder wie bist du zu Fabulix gekommen? Nein, ich lebe im Kreis Dortmund und ich wurde damals gefragt, ob ich bereit wäre, meinen Namen dafür zu geben, weil ich bin ja die Urmärchenerzählerin. Verstehe. Und dann wurde ich eben halt gefragt und ich fühlte mich natürlich auch sehr geehrt. Und dann fahre ich dann mal eben 7 Stunden hier hoch, um dabei zu sein. Und bist du auf anderen Märkten oder wo bist du sonst in Deutschland unterwegs? Ganz Deutschland bis Österreich, um den Kindern Märchen näher zu bringen, auf historischen Veranstaltungen, auf großen Stadtfesten, Altenheime, Schulen, Kindergärten. Da, wo man die Fabulix möchte, da fährt die Fabulix hin. Na dann, guck mal, wo sie ist. Wir sind mit dem Film Der Frosch und die goldene Kugel das dritte Mal dabei, was uns sehr freut. Mich freut wahnsinnig, wie viele freiwillige Helfer es hier gibt, wie viele Zuschauer kommen, mit wie viel Liebe das hier gemacht wird, mit wie viel Liebe in der ganzen Stadt das gemacht wird. Wir können uns nur bedanken und wir können nur allen den Daumen drücken, dass es in 2 Jahren wieder so ein Festival wird. Annaberg Buchholz beim Fabulix Filmfestival. Es ist wunderschön, also ich habe sowas noch nie wirklich gesehen, dass eine Stadt so märchenhaft umgewandelt wird wie hier fürs Festival und es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Kommt gerne mal vorbei. Seine Aftabelle niederzulassen, denn jetzt wird hier vor der Bühne mitten euch erzählen von Kräutern und wie Kräuter und Pflanzen mit der Märchenwelt verbunden sind. Papa, 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 Papa.
sitzen. Und ich sehe, es sind auch einige Kinder hier. Und glücklicherweise habe ich Märchen für die Kinder und auch für die Erwachsenen dabei. Aber ich bin mir sicher, auch die Kinder verstehen die Märchen für die Erwachsenen. Ganz bestimmt. Also meiner Meinung nach, ich finde es sehr toll, dass es ein Festival nur für Märchen gibt. Also weil ich liebe ja selbst Märchen schon seit ich ein Kind bin eigentlich. Und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich bin sehr froh, dass ich eingeladen wurde. Es ist sehr empfehlenswert, es ist wirklich bezaubernd. Ich finde es eine großartige Sache, dass es ein reines Märchenfilmfestival gibt, weil Märchenfilme was Tolles und viel Spaß. Fabulix ist ein ganz zauberhaftes Festival. Ich durfte 2019 schon hier sein, zur zweiten Ausgabe damals. Und es ist immer ganz familiär, ganz großartig umgesetzt. Eine Märchenwelt, eine Märchenstadt. Meine Kinder fühlen sich hier immer sehr wohl, haben immer ganz viel Spaß und wir sind immer viele Tage hier. Also wirklich ganz toll. Eine Märchenperle, ein Kleinod in der Festivallandschaft. Thank you.
das Fabulix Festival. Ich muss sagen, ich bin hin und weg und ganz verliebt. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin Martin Huyas, der Partner des Festivaldirektors Philipp Albrecht. Es ist mir eine große Ehre, auch dieses Jahr wieder bei Fabulix hier in Annabelle-Buchholz zu sein. Es gibt eine tolle, familiäre Atmosphäre, viele Besucher und vor allem viele Kinder. Ich selbst habe auch meine kleine Schwester mit und dank dem Lachen der Kinder gibt es nichts, was ich vermisst. Und das finde ich einfach toll und märchenhaft. Und kommt rein, hier gibt es jetzt Märchen für Erwachsene. Aber abends möchten die Erwachsenen doch auch mal Spaß haben, oder? Und ich erzähle aber keine Lügenmärchen, ich bin keine Politikerin. Bei mir sind sie erotisch, witzig, eindeutig, zweideutig. Sie müssen ja nicht zu dolle sein, sie sollen einfach Spaß haben. Und wir fangen mal relativ harmlos an. Einst verzeihte, ne, im alten Mittelalter, dort lebte einst ein König. Und er hatte ein sehr großes Königreich und einen Sohn. Das war ein richtiges Sahneschnittchen. Ja, der Prinz. Nun, und der Prinz hatte es faustdick hinter den Ohren. Wenn ein Mädchen morgens pfeifend durch die Gassen ging, mutmaßte man, sie war beim Prinzen. Der nahm alles, was nicht bei drei auf den Bäumen lag.
Und es war immer dasselbe Bild. Ein Mädchen wurde in sein Schlafgemach geführt. Und da stand er, der wunderschöne Prinz, mit eng anliegenden Hosen. Enger machen. So, nee, geht nicht, ne? Nein, auch gleich erst. Nach Wochen ging es dann so weiter. Und der König bekam immer mehr graue Haare. Jetzt hat er ihm auch noch einen Freibrief gegeben. Aber dann hörte der Besenbinder im Wald, der dort lebte mit seinen drei Töchtern, von dieser Kunde. Weil du so nett geantwortet hast und mich nicht getreten hast. Weil du so nett geantwortet hast und mich nicht getreten hast. So gebe ich dir eine Zaubersalbe. So gebe ich dir eine Zaubersalbe. Aber die Salbe muss sie, bevor sie in das Schlafgemach geht, zwischen, also hinter die Ohren und zwischen die Beine schmieren. Ja, erst wenn der Reihe, bevor du reingehst. Sonst wirkt die nicht ach, mehr, Ben. Muss er nicht machen. Ja. Hinter die Ohren. Sie bedankte sich bei der Kröte. Danke, liebe Kröte. Und da stand der wunderschöne Prinz mit enger liegenden Hosen, das Hemd über die Schulter gezogen. Und er schaute sie an, als wenn sie die einzige wäre, die er lieben würde. Er wollte sie küssen, muss ein bisschen näher gehen. Aber dann schreckte er zurück und er bekam einen Stich im Herzen. Ja, du musst schon Aua rufen. Aua? Also du hast die Schmerzen im Herzen. Ja. Ja? Okay. Also, er wollte sie wieder küssen. Aber dann bekam er wieder einen Stich im Herzen. Der hat noch nie richtig Aua gehabt. Ach so, er steigert sich. Okay. Und sie jangerte jetzt, küsst mich doch, ihr starke Wille ist hin. Küsst mich, Hagermann. Los jetzt. Oh, ja. Aber dann sagt er, ach egal, Küssen fällt aus. Ach egal, Küssen fällt aus. Er nahm sie auf die Arme. Oh, muss er jetzt nicht. So, oder? Wenn du schaffst, ja, So, ich bin Simon Werner, Schauspieler und spiele den Ritter Ulfred in Der Frosch und die goldene Kugel. Ich befinde mich gerade hier auf dem Filmfestival, Märchenfilmfestival in Annaberg-Buchholz. Fabulix, das ist ein Kindheitstraum, der hier in Erfüllung geht. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich bin heute fast 6 Stunden gefahren, um hierher zu kommen und werde hier aufgenommen in eine herzliche Märchenfamilie mit ganz vielen lieben Menschen und einer fantastischen Dekoration einer Kleinstadt, die ja so schon umhauend ist, aber jetzt mit Fabulix ist das einfach nochmal hochziehen. Ich finde das Fabulix Filmfestival ganz zauberhaft. Ich finde, ihr solltet alle mal hier hinkommen, wenn ihr noch nicht hier wart. Es ist super schön geschmückt, es kommen super viele coole Filme und man kann in der ganzen Stadt Sachen entdecken und selber so erleben. Thank you.
Gäste. Gleich geht es los zum Abschluss dieses Festivals. Noch einmal dies und das. Alle sind gespannt. Alle wollen wissen, wer wohl der Publikumsliebling geworden ist. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Ich spiele noch ein Signal. Ihr danach noch mal einen richtig ordentlichen Jubel. So Annaberg in Ekstase. Und dann geht's noch mal richtig. Ja genau, schon mal üben ist gut. Herzlich willkommen zur Fabulix Abschlussveranstaltung. Ich bin der Juri, ich darf euch heute durch das Programm begleiten. Also möchte ich mich auf diesem Weg ganz herzlich bei der Stadt Annaberg-Buchholz ganz im Allgemeinen bedanken für die hohe Ehre, dass ich bei euch der Ehrenpräsident des dritten Märchenfilmfestivals Fabulix sein durfte. Und jetzt, Herr Albrecht, langsam öffnen und mit dem Öffnen des Umschlages nehmen wir an Fahrt auf. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, der Gewinner von unserem dritten internationalen Märchenfilmfestival 2023 ist der Film Krakonosch Geheimnis. Und herzlichen Glückwunsch an den Kika, an den Regisseur, an die Hauptdarsteller. Und Fabulix, hoffe ich mal, bleibt euch in Erinnerung. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, hier kommt von Sinsagrim die Bühnenshow Märchenträumer. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei diesem tollen und genialen Team des Fabulix bedanken, die eine so tolle Leistung gebracht haben. So, liebe Märchenfreunde, hier endet unsere Reise vom diesjährigen Fabulix. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Basti.